Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins Awakening, Folge Nummer 20. Wir sind immer noch in Kal'Hyrol. Ja, wir haben eine neue Begleiterin namens Sigrun. Reden wir kurz mit ihr. Psst! Wenn ihr der dunklen Brut unbedingt unsere Ankunft verkünden wollt, hättet ihr vielleicht eine Posaune mitbringen sollen. Na, macht ihr keine Sorgen, wir machen alle dunkle Brut fertig, die es nur versucht, mit uns aufzunehmen. So. Ein kniehohes Becken gefüllt mit Wasser. Wir können da nicht durchwaden. Das ist unmöglich für einen grauen Wächter. Vielleicht sind wir allergisch gegen Wasser. Das würde es erklären. Was war das denn gerade für eine Made? Hast du die auch gerade gesehen? Ist irgend so ein Viech über den Boden gekrochen. Unsere Freunde. Ein Hörlock, noch ein Hörlock. Noch mehr Hörlocks. Hörlock, Hörlock. Hörlock, 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 Hörlock. Ich renne übrigens immer noch im Hintergrund, habe ich ja schon letzte Folge gesagt. Die Folge ist direkt danach aufgenommen, weil ich ein bisschen Energie getankt habe und die wollte ich ungern verschwinden. Indem ich nur eine Folge aufnehme. Macht aber nicht viel. So wie nur dazu. Wie gesagt, falls Probleme auftreten, ich rechne aber nicht damit, dass Probleme auftreten. Ich habe mir die letzte Aufnahme gerade eben angeguckt und da lief eigentlich alles problemlos. Aber falls es welche gibt, dann liegt das am Render im Hintergrund. Ah, Kiste. Das war nichts. Wie Fähigkeit unzureichend. Hast du das gar nicht genug? Das kann ich nicht machen. Nein, tut mir leid. Sag bloß, die haben sich meine Kritik angehört und man muss gar nicht mehr wechseln. Das war nichts. Das hört sich fast schon so an. Verdammt. Wir brauchen Nathaniel wieder. Ansonsten. Ja, ich hoffe mal, hier unten ist nicht irgendwas Besonderes in der schweren Truhe. Ansonsten müssen wir zurückkommen mit Nathaniel. Oder wenn sie die Sigrun. Was ich so ein bisschen anhört, wie gut ruhen, aber wir lassen das. Wie heißt Sigrun? Das war schon wieder so eine Made. Das sah irgendwie so aus wie eine Killerassel oder sowas. Eine riesige Kellerasse, aber eine Kellerasse. Das sind ziemlich viele Ketten hier. Alte Zwergenkiste. Uralte Stiefel. Die Lederriemen, die diese Stiefel zusammenhalten, sind zwar inzwischen brüchig, könnten aber leicht ersetzt werden. Aha. Haben wir etwa einen Teil einer alten Zwergenrüstung gefunden? Elfenrüstung, ich habe gerade Elfen mit Zwergen verwechselt. Schande auf mein Haupt. Das darf ich eigentlich nicht tun. Das ist ja ein Frevel, ein unverzeihlicher Frevel. Da! Noch mehr dieser Teufel! Hat. Oh ja, das wird ein Spaß! Das sind viele. Wie ihr meint. Ich will nicht. Arbeit. Säurebeschichtung, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir den Schwierigkeitsgrad unterdessen auf schwer hochstellen müssen.
Aber ich hab's gerne auf normal. Oh Mann, ich zitter immer noch bei dem Gedanken daran, dass wir Golems von Angarak auf Albtraum durchspielen wollen. Das schaffe ich nie. Niemals. Der kommt ja nach Awakening, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für die, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Wir spielen jetzt Awakening. Wir haben ja Origins durchgespielt, dann haben wir Lilianas Lied gemacht. Jetzt machen wir Awakening. Danach kommen die Golems von Angarak. Dann kommt der letzte DLC von Origins. Ein Langbogen. Wieso? Ein Wettstein. Ein Wettstein, um Schwerter, Messer und Dolche zu schärfen. Ja. Und danach kommt... auch schon Dragon Age 2. Und wenn wir damit durch sind, mit den ganzen DLCs, dann kommt endlich Dragon Age Inquisition und Cutscene. Die Legion ist so weit gekommen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wir sind leichtsinnig und überheblich geworden und haben den Haupteingang über diese Treppe gestürmt. Es war katastrophal. Die dunkle Brut hat uns erwartet. Sie hat die alten Verteidigungsanlagen des Teigs gegen uns eingesetzt. Sprecht ihr von Fallen? Was wollt ihr damit sagen? Dass wir eventuell nicht über den Haupteingang gehen sollten? Sprecht ihr von Fallen? Ja, aber nicht nur. Uralte Erfindungen der Zwerge, die von den Kreaturen eingesetzt wurden, die durch sie den Tod finden sollten. Wir müssen aus den Fehlern der Legion lernen und uns vom Haupthof fernhalten. Ich bin noch nie am Kampf aus dem Weg gegangen, egal wie schwer er war. Stimmt, wir haben einen verdammten Drachen erledigt. Oh, mehrere sogar. Wir haben drei verdammte Drachen erledigt. Hallo? Obwohl. Doch, ein Drachen haben wir erledigt, das war Flemeth. Spoiler fürs Hauptspiel. Ja, wir haben Flemeth selber erledigt. Ich glaube, den hohen Drachen Andraste hat Liliana erledigt. Und wir haben selber ganz allein den Erzdämon nach irgendeiner halben Stunde draufhauen erledigt. Das ziemlich feige sein. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Die meisten der alten Zwergenfestungen hatten versteckte Nebeneingänge. Und ich wette, das ist hier nicht anders. Wir müssen sie nur finden. Dann sollten wir das vielleicht tun. Übrigens, Sigrun, hast du ein Blut auf der Nase. Sieht nicht schön aus. Die erdige dunkle Brut hat sie vorher noch nie gesehen. Was denn? Warum sollten wir einen Arten der dunklen Brut? Ich werde es tun. Meine Magie wird nicht erschreckern. Oh, das ist einfach ein Kinder. Auch für den Kinder. Oh, das sind diese komischen Keller, die wir vorhin gesehen haben. Hier ist ein Menschen was aus. Larven. Kinder. Die Kinder der Brut. Gucken wir mal den Kodex an. Neue Art der dunklen Brut? Während einer Nicht-Verderbnis, also außerhalb von einer Verderbnis, ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Vielleicht gibt es eine neue Rasse, von der wir nichts wissen. Die Kinder sind offenbar grauenhafte Mutationen der dunklen Brut, von denen selbst Herlocks, Genlocks und Ogre die Flucht ergreifen. Ah. Diese Monster beginnen ihre Existenz als laufende Kinder, als Kreaturen, die sich wie Maden auf dem Boden winden. Da sie nur diesem Entwicklungsstadium verwundbar sind, tut jeder, der diese Larven zerquetscht, der Welt einen Gefallen. Ich will gar nicht dran denken, was passiert, wenn die mal ausgewachsen sind. Leichnam der dunklen Brut. Mutierte dunkle Brut. Oh, mein verborgener Schalter. Sigrun, ich glaube, wir haben den geheimen Eingang gefunden. Ein Feuerbolzen. Das bringt uns nur nicht viel. Wir haben nämlich keinen Scharfschützen, kein Armbrustschützen dabei. Im Allgemeinen keinen Armbrustschützen in der ganzen Gruppe. Eine schwache Eissalbe. Theoretisch könnten wir unseren Kriegern eine Armbrust als Zweitwaffe geben für den Nahkampf, aber das ist irgendwie, ja, ich sag mal, ich habe nicht mal nötig. Ein Gerücht in Umlauf gebracht, dass es im Turm Geheimgänge gibt. Die Templer haben ihre Nasen monatelang an die Mauer gedrückt. Das war fantastisch. Ach, ihr wart dafür verantwortlich. Kalnirol Haupthalle. Gibt's hier sonst noch was? Na, der Base.
Und ich habe mich schon gefragt, warum die ganzen Templer an den Wänden stehen. In unserer Zeit im Zug. Ja, erinnern wir uns dran, zum Anfang unseres Hauptspiel-Let's Plays. Ich verweise ziemlich oft gerade auf unsere letzten Let's Plays, auf unsere früheren Abenteuer. Die waren aber auch episch. Sie waren es fast schon wert, angesehen zu werden. Aber nur fast. Leider nur fast. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte dein System nicht aus. Okay, da geht's zurück nach Kajirol. So, ich habe mal eine Frage an Nikolas, wenn du hier zusiehst. Du hast nämlich mal was geschrieben von wegen Brunker und Golems überleben lassen. Oder Golems, ja, Brunker überleben lassen und Golems schmieden lassen und Kajirol. Willst du damit sagen, dass wenn wir hätten Golems leben lassen, dass wir dann hier Hilfe hätten von Golems? Oder dass Kajirol nie überrannt worden wäre oder was? Würde mich mal interessieren, ob sich da was Wesentliches ändert. Weil umso weiter ich hier spiele, umso mehr ich es mit Dunkler Brut und Zwergen zu tun habe, umso mehr bereue ich die Entscheidung, mich Caridan angeschlossen zu haben. Dunkle Brut! Das ist nicht gut. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Ihr meint. Sehr schön. Betrachtet es als erledigt. Nein! Wie ihr meint. Okay. Die Golems wären erledigt. Nur der Golemmeister mit seinem Golem wäre erledigt. Ich hatte jetzt eigentlich darauf gehofft, dass der Golem umfällt, soweit wir seinen Meister erledigen. Oder zumindest erstarrt. Ich werde es tun. Wird erledigt. Makelloser Rubin. Jetzt müssen wir den da unten erledigen. Das Spiel meint, wir werden Kampfmodus. Die Blutmagie. Und dann das ein. Und dann das die blutende Wunde. Sigrun, kannst du mal die Klappe halten? Ich weiß, hier sind Fallen. Okay, wir müssen immer noch den Charakter wechseln, um Fallen zu entschärfen. Wahrscheinlich auch um Truhen zu öffnen. So, das muss entschärft werden. Kriegen wir einen Erfahrungspunkt dafür. Wieso liegen hier Golems? Haben wir die erledigt, ohne die richtig bemerkt zu haben? Wäre interessant. Also wäre lustig. Würde mich nicht wundern. Die tiefen Wege sind dunkler, als ich sie in Erinnerung hatte. Ah, es stimmt. Als ich das letzte Mal hier war, da war hier alles komisch braun-orange. Allerdings waren wir ja auch nicht in Kajol, wir waren ja in Orsama. Etwas mehr westlich. Und südlich, glaube ich.
im Frostgipfelgebirge. Das muss echt wahnsinnig groß sein. Also die tiefen Wege müssen echt wahnsinnig groß sein. Die müssen über die ganze Erde verteilt sein, wenn ich mich nicht irre. Also wenn ich mir das richtig vorstelle, müssen sie über ganz Thedas verteilt sein. Unterirdisch. Wahnsinn. Das sieht Hingabe. Aus wie Felsis Eintopf für die Ersttagsfeierlichkeiten. Die Kleine hat ja eine Menge Stärken, aber Kochen gehört eindeutig nicht dazu. Warum hat sie dann in einem Gasthaus gearbeitet? Was ist eigentlich mit Felsi? Also, was habt ihr heute Nacht so vor? Ich werde schlafen. Allein. Mit einem Messer unter meinem Kissen. Scharf. Im Ernst, Orgrin. Wohin sollte das führen? Ich gehöre der Legion der Toten an. Nichts zwischen uns wäre von Dauer. So ist es. Wir hätten einfach Spaß, ohne Verpflichtungen. Ach. Bis Orgrin war ich gar nicht so schlecht. Aha. Hier drüben, eine Falle. Ich werde es tun. Ich gehe richtig die Annahme, wenn ich sage, wenn wir wenn wir uns für Brunker entschieden hätten im Hauptspiel, dann hätten wir jetzt mehr Unterstützung durch weitere Golems. Wahrscheinlich wäre es darauf hinausgelaufen. Was aber viel cooler wäre, wenn. Was viel cooler wäre es, wenn. Viel cooler wäre es, wenn auf einmal eine Armee der Zwerge auftauchen würde mit Golems im Schlepptau. Also so mit Golems als Verstärkung. Wir sagen, Kaihirol ist verloren. Wir müssen es zurückerobern. Männer, schnappt eure Golems. Oder sowas. Oder Golems vorwärts oder sowas. Weißt du? Aha. Aber ich glaube, das wäre zu aufwendig für so eine kleine, recht kleine Entscheidung. Vorlagen und... Wow. Anders, du kannst echt... Wow, ich beeindruckt, der ist ein Marathonläufer. Habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, der Sprint, der wird jetzt irgendwie... Moment, gehen wir in die richtige Richtung? Nein. Der wird jetzt irgendwie über seinen... Kleid stolpern. Hehe, klein Klarheit. Oh, Entschuldigung, seine Robe. Leider kann ich ihn nicht als Baumschmuse bezeichnen. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es heißt, das Gedächtnis des Schreins sei ewig. Ist damit etwa das hier gemeint? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat etwas mit Lyrium zu tun. Das haben wir in Wiegels Wacht endlich mit Lyrium. Das haben wir in Wiegels Wacht auch schon gesehen. Hier ist der Schleier dünn. Seid Schmiede gewesen. Lasst den Stein selbst unter dem Donner unserer Schritte erbeben! Kämpft! Ja, so in etwa stelle ich mir eine Rede vor. Aber ich glaube, die haben nicht gewonnen. Ich glaube, es ging... Ich hoffe, es war eine Ansage gegen die dunkle Brut. Wenn nicht, dann... Allerdings sagt er, die Generationen über Generationen haben sie euch erzählt, dass ihr wertlos seid und die Leute haben alle keine Rüstung an. Das heißt, es waren vermutlich kostenlose Staubfresser. Haben Zwerge gegen Zwerge gekämpft? Sie sind alle fort. Sie haben den Teig verlassen.
Wir müssen ihnen folgen. Ich werde nicht einfach hier rumsitzen und mich von diesen Ungeheuern fressen lassen. Aber das hier ist unser Zuhause. Dort draußen können wir nicht überleben. Wer sagt das? Hier drin überleben wir auch nicht. Ich glaube, es war der Zeitpunkt, wir erleben gerade den Zeitpunkt, als die dunkle Brut das erste Mal aufgetaucht ist. Geborstener Brustpanzer. Schriftrollen, Vorlagen, Kalteisenrunen und private Dokumente. Ein Tiefenpilz? Was macht der denn da an den Knochen? Die müssen extrem lang haltbar sein, wenn der noch verwendbar ist. Oh, nö. GZ anders, GZ. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich die Abkürzung GZ hasse? Jetzt wisst ihr's. Ich hasse die Abkürzung GZ. Anders? Nehmen wir mal ein bisschen mehr Willenskraft. Ich glaube, der hat... Ja, okay, den können wir hier automatisch aufstufen. Aufsteigen lassen. Da brauchen wir nichts machen. Ich habe gedacht, wir könnten ihm jetzt... Wieso können die denn immer zweimal aufsteigen? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir anfangs die Punkte verteilen und dann aufsteigen drücken, dann werden die Punkte irgendwie nicht verteilt. Okay, wo sind wir hier? Elendsviertel. Ständeviertel. Was? Elendsviertel? Hier leben die lebten die Staubfresser. Wie man so schön sagt. Bericht eines Spähers von Karl Hirol. Die Verteidigungsanlagen haben versagt und wir haben die Golems verloren. Der Weg von den Säulen von Kadash bis nach Kairol ist frei. Kadash? 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 War der Kadash-Teig nicht der Teig, aus dem, wie hieß sie, Shale kam? Unsere Golem-Freundin aus Origins? Der Weg von den Säulen von Kadash bis nach Kairol ist frei. Die dunkle Brut ist nur noch 3, maximal 4 Tagesmärsche von Kairol entfernt. Bereitet den Teig auf sie vor. Ihr hättet fliehen sollen. Ihr hättet alle fliehen sollen. Ihr hättet keine Chance. Ihr seid mitten in euer... Ihr habt auf euer Verderben gewartet. Einsicht. Rückblickend ist immer alles einfacher zu... Ja. Einfacher zu verstehen. Jetzt wollen wir es mal testen. Seht ihr irgendwelche Nacks? Ich könnte einen haben. Okay, wir müssen den Charakter wechseln. Streitachse an zum Boot. Was jetzt? Was jetzt, Sigrun? Es ist unwahrscheinlich, dass wir irgendwelche Überlebenden die finden. Die dunkle vielleicht... Brut hat uns aufgespürt! Ein sprechender... Okay, Kodex aktualisiert. Die Jünger sind dunkle Brut, die nach einer Art Erweckungsprozess gewisse Intelligenz entwickelt und sich einen eigenen Namen gewählt haben. Und dieser hieß wohl Jünger. Oder so. Sie sind kluge und starke Wesen, die enormen Einfluss auf normale, noch nicht erweckte dunkle Brut haben. Die Jünger teilen sich in 2 Gruppen auf. Einige von ihnen folgen dem Architekten. Anderer der... Das rate ich nicht. Ich hoffe, du hast es nicht gelesen. Ich habe gesagt, der Kodex ist jetzt Spoiler. Los, beenden wir es!
Irgendjemand muss die dunkle Brut aufhalten. Delan sagt, wenn wir es tun, werden die Ahnen wohlwollend auf uns herabblicken und uns vergeben. Wofür? Habt ihr Verbrechen begonnen? Kriegsaxt der dunklen Brut. Oh, Sigrun. Ich habe eventuell eine Waffe für dich. Aber nur eventuell, weil die Geschicklichkeit niedriger ist, ist es keine Waffe. Die Pläne für Schwerkraftfalle und ein näheres Pergamentstück. Ein schimmeliges Tagebuch, Igitt. Tagebuch des Kriegers Dailan aus Kalirol. Zweiter Pluitanus. Wir haben weitere der südlichen Teigs verloren. Der Warenteig und Kalbarausch wurden überrannt. 4000 Leben wurden ausgelöscht und die dunkle Brut steht schon fast vor den Toren Kalirols. Die Festung muss evakuiert werden. Vierter Pluitanus. Wer Pluitanus? Es wird eine Massenflucht nach Orsama geben. Viele der Adligen sind in Sorge, weil Orsama eine Handelsstation nah an der Oberfläche ist. Sie fürchten, wegen der Oberflächendämpfe ihr Gefühl für den Stein zu verlieren. Wie lächerlich. Außerdem ist Orsama am einfachsten zu verteidigen. Ja. Siebter Pluitanus. Unsere Späher haben die Horde gesichtet. Sie ist gewaltig. Die Kommandanten sagen, wir müssen sofort aufbrechen und all unseren Besitz zurücklassen, wenn wir eine Chance haben wollen, der dunkle Brut zu entkommen. Siebter Pluitanus Zusatz. Ich habe mich freiwillig gemeldet, mit einigen Männern hier zu bleiben. Wir werden die dunkle Brut aufhalten, damit die anderen entkommen können. Mögen uns die Ahnen gnädig sein. Neunter Pluitanus. In all dem Durcheinander wurden die Kastendosen vergessen und hier zurückgelassen. Sie zählen 500 Seelen. Wenn wir nur die Hälfte von ihnen dazu bringen könnten, mit uns zu kämpfen, hätten wir eine Armee. Es gibt eine Chance, so gering sie auch sein mag, dass sie den Unterschied machen werden. Zehnter Pluitanus. 200 Männer und Frauen. Mögen die Ahnen befinden, dass 200 genug sind. 15. Pluitanus. Die dunkle Brut hat uns in die innere Festung zurückgedrängt. Nur noch eine Handvoll von uns ist am Leben. Aber wir haben sie 5 ganze Tage lang aufgehalten. Ohne die Kastendosen hätten wir das nicht geschafft. Nein, sie sind mehr als das. Es wäre falsch, sie Kastendose zu nennen. Ihr Opfer darf niemals vergessen werden. Niemals. Genau. Wir müssten dieses Schreiben eigentlich den Hütern bringen. Den Bewahrern, den Orsama. Um es den Erinnerungen zuzufügen. Um sicherzustellen, dass die Kastendosen von Kalhirol niemals vergessen werden. Allerdings besteht hier wieder nicht die Möglichkeit, dies zu tun. Gut, wir haben ja Benen zum König gemacht. Das sollte die Lage der Kastendosen zumindest geringfügig verbessern. Wie sind wir hergekommen? Können wir vielleicht da hinten noch lang? Oder? Nee, ne? Ach doch, ja. Diese Bastarde haben uns zurückgelassen. Und er will, dass wir kämpfen, um ihnen den Rücken für ihre Flucht freizuhalten? Wir sterben doch sowieso. Delan gibt uns die Chance zu beweisen, dass wir nicht wertlos sind. Du bist erbärmlich, Staubfresser. Ein paar von uns versuchen es an die Oberfläche zu schaffen. Bist du dabei? Nein. Ein einziges Mal in meinem Leben will ich das Richtige tun. Gute Einstellung. Das Richtige zu tun in diesem Fall ist, die heutige Folge zu beenden und sich auf die nächste Folge zu freuen. Bis dahin. Ciao.